Christoph Ahlhaus, ist nämlich bei uns Vorsitzender des Bundesverbands der Mittelstand. Wir grüßen Sie, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, nun ist sie also endlich da, diese Einigung, auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, was sie eigentlich inhaltlich enthält. Ist das trotzdem in Ihren Augen eine gute Nachricht erstmal an diesem Morgen auch für den deutschen Mittelstand? Das ist eine gute Nachricht. Wir kennen die Details nicht, aber dass man sich geeinigt hat, ist ein wichtiges Signal. Es geht voran und vor allem, wir können hoffentlich die mittelständischen Unternehmen als Leistungsträger in diesem Land, die für Wohlstand und Arbeitsplätze sorgen, können hoffentlich jetzt wieder mit Perspektive nach vorne schauen. Aber die Details werden das zeigen. Herr Ahlhaus, da würde ich gerne noch mal nachfragen, weil es ja in den vergangenen Tagen und Wochen immer hieß, um Gottes Willen, wir brauchen Planungssicherheit, sonst geht der Mittelstand, geht die deutsche Wirtschaft zugrunde, Auswanderungstendenzen und. Selbst wenn man sich nicht geeinigt hätte, zumindest der Status quo wäre doch bestehen geblieben. Wieso ist die deutsche Wirtschaft, der Mittelstand davon abhängig, ob sich diese Regierung auf den Haushalt einigt, ja oder nein? Na, es geht um viele Investitionen, die Arbeitsplätze sichern, die Transformation voranbringen sollen. Und wenn hier überhaupt keine finanzielle Sicherheit da ist, können Unternehmen die Arbeitsplätze nicht sichern. Wir haben eine Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern. Über Tausende haben sich beteiligt. Und da sagen 40%, wir tragen uns mit Abwanderungsgedanken. 25% sagen, wir wollen keine Leute mehr einstellen oder den Laden zumachen. Das sind Alarmsignale und deswegen ist eine verlässliche Perspektive, wo es hingeht, mit Rahmenbedingungen, die für den Mittelstand wichtig sind, unheimlich bedeutend für den wirtschaftlichen Standort Deutschland. Ein Stichwort war ja auch immer das Wachstumschancengesetz. Das hatte sich auch Bundesfinanzminister Christian Lindner überlegt, um eben gerade auch die Breite der Wirtschaft, also eben auch den Mittelstand, noch mal zu entlasten, Investitionen zu erleichtern, Steuerabschreibungen zu erleichtern. Das sollte eigentlich ein großer Wumms sein, 7 Milliarden pro Jahr. Nun ist das schon zusammengekürzt worden auf 3 Milliarden. Und selbst jetzt ist das Ganze auch noch mal gestoppt, weil man sich im Vermittlungsausschuss gar nicht einigen konnte. Also ist das genau das, worauf Sie jetzt abziehen, wenn Sie sagen, wir brauchen Planungssicherheit? Genau so ist es. Und überlegen Sie mal, warum das gestoppt worden ist. Es waren Zänkereien innerhalb der Koalition. Das kann nicht sein. Und ich kann nur hoffen, dass mit der Einigung heute der Kanzler wirklich ein Machtwort gesprochen hat, von seiner Richtlinienkompetenz gemacht hat und wir jetzt klarer sehen. Aber täuschen wir uns nicht darüber hinweg. Ein Beschluss über den Haushalt, rechtlich verbindlich, wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Das heißt, wir werden in diesem Land in den ersten Monaten mit einer Art vorläufigen Haushaltsplanung arbeiten müssen. Das heißt, nur rechtlich verbindlich kann bezahlt werden. Die Verwaltung kann gerade mal so am Laufen gehalten werden. Da fragen sich die Leistungsträger in diesem Land, wo sind wir eigentlich hingekommen? Saarland, ein Beispiel aus der Praxis, da wurde für grünen Stahl wurden schon mal 2,6 Milliarden locker gemacht. Immer so Einzelbereiche. Ist das auch ein Grund, wo der Mittelstand immer sagt, ja, so Vorzeige, Prestigeobjekte, möglicherweise natürlich auch notwendig, aber wir sind immer Näse, wir bleiben immer hinten dran. Das ist natürlich schon so. Ich verkenne nicht, dass auch große Subventionen an große Industrieunternehmen wichtig sind und letztlich auch positive Wirkungen auf den deutschen Mittelstand als Zulieferer haben. Aber genauso richtig ist, dass mittelständische Unternehmen, die nun mal das Herzstück, das Rückgrat des Wohlstands in diesem Land sind, oft außen vor bleiben und nur mittelbar von solchen Subventionen profitieren. Und deswegen braucht dieses Land ein Mittelstandsprogramm. Denn der Mittelstand sorgt für die Stabilität, den Aufschwung, den Wohlstand. Und da sieht es momentan mehr als mau aus. Und da es dieses Mittelstandsprogramm ja nicht gibt, haben Sie noch das Gefühl, da sitzen die Richtigen in Berlin, die die Entscheidung treffen? Naja, man muss ja immer über Alternativen reden und das ist das Problem. Wir haben das auch gefragt in einer Umfrage, die wir heute Morgen ganz frisch veröffentlicht haben. Da sagen 70%, sie trauen der Ampel nicht mehr zu, eine Politik zu machen, die den Mittelstand rettet in diesem Land. Das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Auf die Frage, welche Alternativen sehen, machen sie sich Hoffnung, sieht das Bild aber auch sehr pessimistisch aus. Das heißt, die Unternehmen selbst, und das spüren wir auch bei unseren Mitgliedsunternehmen, werden verstärkt auch politische Verantwortung dergestalt übernehmen, dass sie lauter werden, dass sie selbstbewusster werden und dass sie konstruktiv stören müssen, um auf sich aufmerksam zu machen. Sagt Christoph Ahlhaus, der Vorsitzende des Bundesverbandes der Mittelstand. Danke für das Gespräch, Herr Ahlhaus. Danke, dass Sie bei uns waren.